Hallo und Servus zu Kanal 3. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Was wir in dieser Woche für Sie vorbereitet haben, das sehen Sie wie gewohnt in unserer Themenübersicht. Wir waren bei der Adventmarkteröffnung der Lebenshilfe Trofeiach mit dabei, sind bei der Langen Nacht der Engel in Judenburg zu Gast gewesen, haben die Eröffnung der Adventstadt Leoben gefeiert und führen unser Interview der Woche mit Hannes Mossauer. Letzte Woche wurde der Adventmarkt in Trofeiach eröffnet und was es dort alles gibt, das zeigen wir Ihnen jetzt. Der Adventmarkt der Lebenshilfe Trofeiach öffnete letzten Freitag seine Tore, wo es jetzt alles für die Weihnachtszeit gibt. Selbstgemachte Holzarbeiten aus der eigenen Tischlerei waren zu bestaunen. Passend für die kalte Zeit gibt es handgemachte Filz- und Wollarbeiten der Kreativgruppe. Im Mittelpunkt stand die Präsentation der ersten Weihnachts-CD des Chors Jahreszeiten der Lebenshilfe Trofeiach. Es ist das erste Mal, dass wir zur vorweihnachtlichen Zeit eine CD präsentieren können, die wir selber hergestellt haben. Das heißt, respektive unser Chor, die Lebenshilfe Trofeiach hat ja einen eigenen Chor, der besteht aus engagierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und, was das erstmalig auch, wurden Menschen mit Behinderung mit eingebunden in die Aufnahme auch dieser Weihnachts-CD und ich finde, es ist ein sehr gelungenes Produkt. Es kann jeder bei uns anrufen oder eine E-Mail schicken und wir schicken auch gerne eine CD zu. Die CD ist natürlich auch im Verkaufslokal Jahreszeiten der Lebenshilfe erhältlich. Bei D, Glühwein und Baroni konnte man dann den Weihnachtsliedern des Chors lauschen. Ein sehr schöner Abend, an dem Eltern, Freunde und Betreuerinnen das Beisammensein unterstützten. Die Einnahmen und Spenden durch den Adventmarkt kommen den Kunden der Lebenshilfe Trofeiach zugute. Das psychosoziale Netzwerk in Judenburg lud kürzlich zum Pressegespräch, um über personelle Veränderungen zu berichten. Mehr dazu gibt es im nächsten Bericht. Das psychosoziale Netzwerk wurde 1979 in Judenburg gegründet und hat sich über die Jahre etabliert. So arbeiten hier mittlerweile insgesamt 220 Angestellte, die jährlich tausende Klienten betreuen. Damit leisten sie einen sehr wichtigen Beitrag. Eine langjährige Ära geht nun zu Ende. So legt Hofrat Magister Jörg Knauer nach rund 36 Jahren seinen Geschäftsführerposten zurück. Dieser Wechsel wurde jedoch seit langem gut vorbereitet und so steht fest, dass der designierte Geschäftsführer Magister Gregor Hofmann und als weiterer Geschäftsführer Magister Truschnick nachrücken. Neu ist auch, dass es für jede der vier Großregionen eine eigene Regionalleitung gibt. In Liezen ist Frau Dorno die Ansprechperson, die Regionalleitung in Murau erledigt Herr Hilberger, die Stelle in Judenburg leitet Frau Knaus und am Standort Knittelfeld ist Frau Stromberger die Regionalleiterin. Gemeinsam mit der neuen Geschäftsführung möchten sie das Netzwerk weiter stärken und den Zugang für Kunden vereinfachen. Mehr Infos zum Angebot finden Sie unter www.beratungszentrum.at. Im Gelände der ehemaligen Mülldeponie Spielberg-Bausendorf wurde die neue Photovoltaikanlage eröffnet und präsentiert. Was die Anlage bietet, das zeigen wir Ihnen im folgenden Beitrag. Die Sonne scheint am Montag passend für die Eröffnung und Präsentation der Photovoltaikanlage in Spielberg-Bausendorf. Im Namen des Abfallwirtschaftsverbandes Knittelfeld eröffnete der Knittelfelder Bürgermeister Gerald Schmidt am Gelände der ehemaligen Mülldeponie. Die geschlossene Deponie, welche weiterhin auch als Müllsammelanlage genutzt wird, ist der ideale Standort, um eine Photovoltaikanlage zu errichten. Die Idee wurde vom Geschäftsführer Ingenieur Helmut Unterrein 2012 aufgegriffen und so freut es umso mehr, dass bei der Errichtung viele Ressourcen genutzt werden konnten, um Ökostrom zu erzeugen. Landesrat Magister Jörg Leichtfried wies bei der Eröffnung auf die bestehende Problematik des Klimawandels und ist von den ersten Ergebnissen der neuen Anlage in Spielberg begeistert. Die Sonne als Ressource für erneuerbare Energie nutzen, das macht die neue Photovoltaikanlage in Spielberg-Bausendorf. Passend zur Vorweihnachtszeit hat sich Anita Schaffer einen lang gehegten Traum erfüllt und ist mit ihrem Gößl-Geschäft in Judenburg umgezogen. Wir haben uns das neue Geschäftslokal genauer angeschaut. Egal ob klassisch oder modern trendig, mit einer Tracht ist man immer gut gekleidet.
Eine große Auswahl gibt es auch im neuen Geschäftslokal von Gössl, das sich seit Ende November in der ehemaligen Akan-Parfümerie befindet. Damit hat sich Anita Schaffer, die Gössl im Jahr 2014 übernommen hat, einen lang gehegten Traum erfüllt und das Geschäft mit ihrer Handschrift versehen. Ausschlaggebend war für uns, dass wir jetzt noch näher in der Stadtmitte sind, dass wir einfach besser wahrgenommen werden. Wir sind jetzt einfach nicht mehr zu übersehen. Wir haben hier einen wunderschönen Platz gefunden mit sehr viel Auslage, dem was wir immer neu dekorieren können, was für die Kunden sehr, sehr wichtig ist, um sich zu informieren, was gibt es bei Gössl Neues. Geöffnet ist Gössl Jungburg von Montag bis Freitag von 9 bis 12.30 und von 14.30 Uhr bis 18 Uhr. Und an den Adventshamstagen von 9 bis 12.30 und von 14 bis 17 Uhr. Es ist schon zur Tradition geworden, dass in der Einkaufsstadt Judenburg am Freitag vor dem ersten Advent zur langen Nacht der Engel geladen wird und auch der Christkindlmarkt eröffnet wird. Und wir waren natürlich auch dieses Mal wieder mit dabei. Hell erleuchtet und einladend, so präsentiert sich auch in diesem Jahr der Christkindlmarkt in Judenburg. Im Zuge der Langen Nacht der Engel lud man einmal mehr um 18 Uhr zur feierlichen Eröffnung und zur Adventkranzweihe ein, um auf die schönste und besinnlichste Zeit des Jahres einzustimmen. Also ganz besonders heute, wie ich hereingefahren bin in die Stadt, habe ich mir gedacht, ich habe so das erste Mal das Gefühl, wirklich der Advent beginnt und am Sonntag beginnt, haben wir den ersten Advent und ich freue mich schon sehr darauf, auf diese Zeit. Adventmarkt hier in Judenburg, da gibt es auch Gelegenheit, dass man ruhig wird, dass man Bekannte trifft, dass man sich unterhaltet. Darum glaube ich, dass der Adventmarkt durchaus auch eine gute Vorbereitung auf Weihnachten sein kann, wenn man es nicht übertreibt. Neben dem vielfältigen Angebot rund um den Christkindlmarkt öffneten natürlich wieder die Geschäfte der Innenstadt ihre Türen und luden zum Shoppen bis 22 Uhr. Bei Spielwarenhofer zum Beispiel gibt's alles, was Kinderaugen zum Leuchten bringt. Seit vielen Jahren ist Familie Hofer die erste Adresse in Judenburg, wenn es um Spielsachen geht. Die Auswahl ist riesig und mit freundlicher Beratung punktet man auf ganzer Linie. Unter dem Motto gerecht handeln, sinnvoll kaufen, gibt's im Weltladen von Judenburg viele tolle Geschenkideen aus aller Welt. Egal ob Taschen, Lebensmittel oder Süßigkeiten, hier findet man garantiert ein ausgefallenes und vor allem sinnvolles Weihnachtsgeschenk. Gut angenommen haben die Kunden die lange Nacht der Engel auch im Schuhhaus Rattenecker. Hier wird Service und Beratung großgeschrieben und besonders zur Winterzeit gibt's eine große Auswahl an Modellen für Sie, ihn und die Kinder. Bei einem Punsch oder Glühwein ließ man in gemütlichem Ambiente im Herzen der Einkaufsstadt Judenburg diese lange Nacht der Engel ausklingen. Unser nächster Beitrag steht ganz im Zeichen der Musik, denn anlässlich des 20-jährigen Jubiläums in Spielberg gastierte kürzlich ein ganz großer internationaler Künstler. Und viele von diesen Welthits, meine Damen und Herren, werden Sie heute hier in Spielberg hören. Und ich bedanke mich bei dir, lieber Albert, und bei der Band, dass ihr heute hier seid in Spielberg. Und Ihnen, meine Damen und Herren, wünsche ich einen schönen Abend. Thank you very much. Thank you. Let's have some fun. Er zählt mit Sicherheit zu den erfolgreichsten Singer-Songwriter der Welt und mit 40 Welthits wie It Never Rains in Southern California, When I Need You oder One Moment in Time hat sich Albert Hammond in die Herzen seiner Fans gesungen. Dass er auch noch mit 71 Jahren Vollblutmusiker ist, bewies er am vergangenen Freitag in Spielberg. Seit seiner frühen Kindheit war Musik ein zentrales Thema, doch erinnert er sich noch an einen Magic Moment, mit dem alles begann? Yes, I think when I was a choir boy. When I was 8 years old, I was a choir boy, and I used to sing solos. And when the service was over, everybody would, the congregation would just chat outside the church.
Schon als Achtjähriger durfte ich in unserer Kirche einige Solos singen. Und nach der Kirche waren die Menschen immer so glücklich und fröhlich. Und seit diesem Zeitpunkt wusste ich, ich möchte mit meinen Songs, mit meinem Gesang Menschen glücklich machen. Make people smile. Kaum ein Musiker der Rockgeschichte hat es geschafft, wie Albert Hammond, über 5 Jahrzehnte unlöschliche Spuren mit ihren Melodien und Texten zu hinterlassen und damit Generationen zu begeistern. Doch gibt es für Albert Hammond eigentlich ein besonderes Lied, das seine eigene Karriere am besten beschreibt? No, my songs are like my children, you know. Some of them give you more than others, you know, but you love them all the same. Nein. Meine Songs sind wie Kinder. Sie sind so unterschiedlich. Manche geben mehr, die einen weniger zurück. Aber trotzdem liebe ich sie alle. Ich liebe jeden einzelnen Song und habe deswegen keinen Favoriten. Die Freude über dieses Konzert in Spielberg war natürlich auch bei den Veranstaltern spürbar. Schließlich hat man nicht alle Tage einen so großen Musiker zu Gast. Ja, es ist natürlich eine große Ehre, weil 20 Jahre Kultur im Zentrum geht ja schon langsam dem Ende zu. Wir haben noch 3 Veranstaltungen, es ist sicherlich ein Höhepunkt, dass man so einen Weltstar hier hat. Man muss vorstellen, 40 oder 50 Welthits, 360 Millionen verkaufte CDs. Also wir haben schon viele internationale und nationale Künstler da gehabt, aber er ist natürlich ein großer Höhepunkt und natürlich für das 20 Jahre Kultur im Zentrum der Ausklang für mich persönlich sicherlich der größte Höhepunkt. Ein absolut großartiger Abend mit fantastischer Musik von und mit einem äußerst sympathischen Albert Hammond. Unser nächster Beitrag führt uns nach Leoben, wo am ersten Adventwochenende die Adventstadt Leoben eröffnet wurde. Die Kleinsten, die sich ganz groß auf Weihnachten freuen, stimmten singend die Eröffnung der Adventstadt Leoben ein. Und dann war es endlich soweit. Der Countdown wurde gezählt und Eva, das Christkind der Adventstadt, wurde auf der Bühne des Weihnachtsdorfs präsentiert. Das absolute Highlight war dann der klingende Lichterbaum, der zu weihnachtlichen Klängen im entsprechenden Licht und Glanz erleuchtet. Eine Attraktion, die auch dem Bürgermeister gefällt. Eigentlich freue ich mich jedes Jahr wieder. Unsere Innenstadt erstrahlt in einem besonderen Lichterglanz. Diesmal haben wir hinter mir stehend den musikalischen Christbaum. Das ist ein Novum. So etwas hat es noch nie bei uns gegeben. Und ich glaube auch nicht in anderen vergleichbaren Städten. Zu jeder vollen Stunde kann man ein anderes Weihnachtslied hören und eine unterschiedliche, im Rhythmus sich bewegende Beleuchtung. Ich freue mich, dass so viele Menschen zur Eröffnung gekommen sind. Das zeigt die hohe Akzeptanz, die Beliebtheit unseres Adventors hier am Hauptplatz. Nach langer Vorbereitungszeit ist auch der Leomer City Manager nach der gelungenen Eröffnung erleichtert und freut sich über die Neuerungen der Adventstadt. Ja, ich meine, die Eva, für das, dass das eine Premiere ist, bin ich ganz begeistert gewesen und sie hat auch gezeigt, dass sie singen kann, gell? Die Atmosphäre rund um den Hauptplatz, die Köstlichkeiten und Attraktionen wie der klingende Lichterbaum sorgen für eine unvergessliche Weihnachtsstimmung. Bei einem Besuch in der Leobener Adventstadt ist für klein und groß etwas dabei. Das Programm für die gesamte Weihnachtszeit finden Sie unter www.adventstadt-leoben.at. Stimmungsvolle Weihnachten mit den Edelseern. Die Edelseer bringen Sie beim Weihnachtskonzert im LCS mit Ihren stimmungsvollen Liedern in die richtige Festtagsstimmung. Am Mittwoch, dem 9. Dezember 2015 ab 16 Uhr im Dominikanerhof in der LCS in Leoben.
Bis zum 15.12. haben Sie noch die Möglichkeit, die Saisonkarten für die 8 Murtaler Skiberge gültig für Frauenalpe, Krebenzen, Kreischberg, Lachtal, Duracher Höhe, Hohentauern, Gall und Brebichl zum bevorzugten Preis zu kaufen. Weitere Infos finden Sie auch unter www.skiberge.at. Wie jedes Jahr wird auch heuer wieder zum Apfelberger Adventsingen am Goldhügel in Apfelberg eingeladen. Am 16. Dezember beginnt das Adventsingen um 19.30 Uhr, bei welchem auch Sie gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern und zahlreichen Freiwilligen das Motto »Helfen Sie helfen« unterstützen können. Der gesamte Reinerlös kommt der steirischen Kinderkrebshilfe und notleidenden Kindern im Murtal zugute. Erleben auch Sie in einem wunderschönen Ambiente das Apfelberger Adventsingen und helfen Sie uns helfen. Highspeed-Surfen über Kabel-TV mit iNet. Mit 30, 50, 75 oder 100 Mbit Bandbreite. Kein Datentransferlimit, Service vor Ort, keine Servicepauschale und keine Herstellungskosten. Alle Produkte bis 31.01.2016, 3 Monate gratis. iNet, das schnellste Internet im Eichfeld. Kinsel in Judenburg. Senioren- und Pflegeheim Haus Elvira. Wir pflegen mit Kompetenz, Verstand und Herz. Senioren- und Pflegeheim Haus Elvira. Wo findet man die neuesten Trends? In der City. Wo sonst? Alles, was jetzt angesagt ist, für Sie und ihn und für die Kids. Die besten Marken, die größte Auswahl. Von Mode, Schuhen über Accessoires und Beauty bis hin zu Elektronik und Spielwaren. Für jeden Geschmack, jedes Alter und für jede Geldbörse. In der City? Wo sonst? Leoben City Shopping, das größte Shoppingcenter der Oberstarmark. Direkt am Leobener Hauptplatz. In der City. Wo sonst? Kleines, aber feines Skivergnügen, wie es die Erwachsenen von heute in ihrer Kindheit erlebt haben. Erleben Sie die Geschichte eines Skiliftes, der Sie in einen Winter wie damals entführt. Skifahren mitten im Ort. Schneesicher durch die neue Beschneiungsanlage, Zauberteppich und Übungslift für Kinder. Alle Infos gibt's auch im Internet unter www.skiliftobdach.at. Skifahren wie damals, in Obdach ab der kommenden Saison mit tatkräftiger Unterstützung durch die Schneeschule Klinger, den Profis auf Schnee. Los geht's in Obdach bereits am 28. November. Ein Winter wie damals. Der neue Skoda Fabia zieht alle Blicke auf sich. Triff ihn jetzt bei Fabia Meet & Win in vielen Einkaufszentren Österreichs. Oder bei einer Probefahrt bei deinem Skoda-Betrieb. Skoda. Simply clever. Jetzt Probefahren im Autohaus Neubauer in Eichdorf.
Die Stadtwerke Judenburg AG feiert heuer ihr 111-jähriges Bestehen mit einem Mitarbeiterinnenkalender. Ausgestattet von Machler Moden Knittelfeld. Die Vorweihnachtszeit zählt mit Sicherheit zur schönsten, um sein Zuhause gemütlich und einladend zu dekorieren. Im nächsten Beitrag haben wir Tipps für Sie und wir haben auch Tipps für Ihren Christbaum. Das Wichtigste zu Weihnachten ist und bleibt der Christbaum, egal ob lebend oder für einen Tag. Am 24.12. soll er im schönsten Licht erstrahlen. Mit einem Stück Natur in Ihrem Zuhause, frisch geschnitten und herrlich duftend, steht er dann geschmückt sicher im Mittelpunkt des Weihnachtsfestes. Wie Sie Ihren Baum dazu richtig pflegen und bis zum Weihnachtstag frisch halten können, erklärt Ihnen der Profi. Das Beste ist, wenn unsere Kunden den Baum nach Hause bringen und dann für 2-3 Stunden in Wasser stellen, dass er richtiges Wasser aufnehmen kann. Und nachher kann man ihn kühl stellen, braucht man nicht mehr im Wasser lassen bis zum Heiligen Abend. Und danach wäre am sinnvollsten in einen Wasserbehälter, in so einen Ständer, eben wo ein Wasserbehälter dabei ist, die, was wir auch führen, was wir mitverkaufen, wo wir tolle Sachen haben, wo einfach auch vom Gewicht her sehr robust sind und standfest, wo Ihr Baum sicher stehen wird. Ein großer Trend ist ja auch der lebende Christbaum. Was gibt es denn da alles bei Bella Flora? Ja, wir haben verschiedene Größen von lebenden Christbäumen. Es ist einfach dann, dass Sie unsere Fachberatung in Anspruch nehmen, wie Sie nach den Weihnachten mit dem Baum umgehen, dass Sie dann auch noch im Frühjahr eine Freude damit haben oder ihn auch dann aussetzen können, dass wir Sie dann auch gerne beraten, wie das vonstatten gehen soll, dass er gut über den Winter kommt. Von Nordmandanen bis Blaufichten, ob nur für die Weihnachtszeit oder doch ein lebender Christbaum, fündig werden Sie auf jeden Fall. Damit der Weihnachtsbaum und Ihr Zuhause einladend und glänzend erstrahlt, finden Sie bei Bella Flora eine große Auswahl an weihnachtlichen Deko-Zubehör. Neben dem klassischen Rot und Gold gibt es heuer auch Trendfarben im modernen Pastellrosa. Auf den herrlich arrangierten Tischen bei Bella Flora können Sie sich zahlreiche Anregungen holen und wären für Ihr Zuhause sicher fündig. Besonders der Winter ist ja eine Zeit, in der viele Bälle, Feierlichkeiten und Feste stattfinden. Im nächsten Beitrag gibt's die passenden Ideen dazu. Hallo meine Damen, ich möchte Ihnen heute unsere neu eingetroffene Anlassmode präsentieren. In den nächsten Wochen gibt es ja genügend Anlässe, um sich einmal so richtig in Schale zu schmeißen. Ob die bevorstehende Weihnachtsfeier oder die Einladung zum Ball, Ihre Silvesterparty oder später die Faschingssitzung. Keine Panik, bei Labella finden Sie alles, was Sie sich wünschen. Bei Labella finden Sie Ihr perfektes Outfit für den Tag der Tage, damit Sie Ihren besonderen Event genießen können. Wir führen Anlassmode von Größe 34 bis 54, wunderschöne Ballkleider, elegante Oberteile, schöne Röcke und Hosen und natürlich den passenden Schmuck in Strass oder Perle. Natürlich bekommen Sie bei uns auch das passende Änderungsservice, die fachkundige Beratung und ich würde mich freuen, wenn wir Sie bald begrüßen dürfen. Sie finden Labella in der Jungburger Innenstadt, Burggasse 10, gegenüber der Volksbank. Einen Christkindlmarkt gibt es auch in Knittelfeld und dazu lockt eine ganz besondere Attraktion. Welche das ist, das sehen Sie jetzt. Alles Disco heißt es ab sofort an den kommenden Wochenenden am Hauptplatz in Knittelfeld. Kürzlich eröffnete der neue Eislaufplatz, der kein herkömmlicher Eislaufplatz ist, wie man ihn sonst kennt. Es ist ein zukunftsorientiertes System. Wir leben in Breitengraden, wo Eis nicht mehr machbar sein wird in Kürze. Und auch Kunsteis kostet Energie, kostet Strom, damit wird CO2 produziert, das gibt es hier nicht und das ist gut so, es bewährt sich. Gestern bei der großen Eröffnung, der Hauptplatz war voll, konnten wir unter anderem auch die junge Eishockeymannschaft begrüßen
Ja, die hatten viel Spaß, die Bevölkerung hatte viel Spaß. Es ist eine Attraktion reicher, ja, wie Sie sagen. Dessen soll es wieder geben, denn wir haben uns vorgenommen zum Ziel, Kniedelfeld soll wachsen. Das tun wir auch wirtschaftlich und das gemeinsam mit den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger. Und es ist natürlich auch eine Überlegung, auch diesen Eislaufplatz dann zum Beispiel im Jänner oder im Februar in den Stadtpark zu geben. Es gibt aber auch viele Möglichkeiten. Es haben sich viele Schulen, Schulklassen bereits angemeldet, weit über 30 für das Eislaufen am Hauptplatz. Und wir haben sogar die Möglichkeit, da dieses System modular aufgebaut ist, auch zu sagen, naja, 14 Tage in diesem Ortsteil, ein Monat vor dieser Schule, viele Möglichkeiten, Variabilität ist angesagt, die leben wir. Jetzt finden Sie den Eislaufplatz ohne Eis am Hauptplatz in Kniedelfeld, direkt neben dem Weihnachtsmarkt. Der Schlittschuhplatz ist kostenfrei und bis 24.12. täglich geöffnet. Von 25.12. bis 31.12. zwischen 10 und 12 und von 15 bis 19 Uhr. Schlittschuhfahren für Groß und Klein, das sich beinahe wie auf echtem Eis anfühlt. Ein tolles Angebot, das Kniedelfeld um eine Attraktion reicher macht. Woche für Woche treffen wir Persönlichkeiten in unserem Interview. Dieses Mal plauderten wir mit Hannes Mossauer über seine Leidenschaft Wein. Unser heutiges Interview der Woche hat uns nach St. Marein-Feistritz bei Kniedelfeld geführt. Ich begrüße sehr herzlich den Sommelier und Weinkenner Hannes Mossauer. Hannes, danke, dass wir heute bei dir zu Gast sein dürfen. Sehr gerne, hallo. Hannes, ganz kurz für jene, die es nicht wissen, was genau macht denn eigentlich ein Sommelier? Das ist eine gute Frage. Ich denke, ein Sommelier versucht einfach, sich um die Gäste so gut als möglich zu kümmern, die Wünsche der Gäste direkt von den Lippen abzulesen. Natürlich ist das Thema Wein eben das zentrale Thema beim Sommelier, dass er ein gutes Glas Wein zu der richtigen Speise empfiehlt, dass er genau weiß, was in seinem Keller ist, dass er genau weiß, was möchten die Gäste und ihnen somit einfach einen schönen Abend bereitet. Wenn wir jetzt einmal ganz zurückblicken, wann hat dich denn das Thema Wein zum allerersten Mal gepackt und wann war dann für dich auch klar, ja, ich möchte selbst die Ausbildung zum Sommelier machen? Das Thema Wein hat mich persönlich eigentlich das erste Mal so richtig in der Tourismusschule Bad Gleichenberg interessiert und gepackt. Also ich habe die 5-jährige Ausbildung in Bad Gleichenberg gemacht, an der Tourismusschule. Und dort hat es schon begonnen mit diesen Jungsommelier-Ausbildungen. Wir waren da 4 Burschen, jeder Wirtshaus-Sohn sozusagen, und jeder hat sich für Wein interessiert und wir haben beschlossen, gemeinsam diesen Kurs anzugehen. Das war damals natürlich sehr Österreich-basierend, aber so hat es begonnen und irgendwo eine gewisse Leidenschaft geweckt und ist dann weitergegangen bis hin zur Weinakademie. Und ja, war eine spannende Zeit und eine tolle Sache. Neben dem Wein trinken und Wein kennen ist noch ein paar dazugekommen. Du hast auch selbst mal Wein gemacht. Wie ist es dazu gekommen? Ja, ganz so stimmt es vielleicht nicht, dass ich selbst Wein gemacht habe, aber ich durfte bereits einige Praktika machen, unter anderem einmal in Bordeaux, also in Frankreich, wo mich mein damaliger Patron Ari Werner 2 Monate hingeschickt hat zur Vinifikation, eine ganz tolle Erfahrung. Ein kleines Weingut, das heißt Château Clos des Saab, und ich durfte dort vom Bodenputzen bis hin zur Maischegärung viele Thematiken mitmachen, war wirklich eine tolle Erfahrung. Und eine zweite Sache noch, ich war einmal kurz in Argentinien bei der Bodega Norton, ein ganz großes Weingut mit über 1000 Hektar, also ein wirkliches Kontrastprogramm, und auch das war eine großartige Erfahrung. Dein Weg hat dich dann im Jahr 2006 auf den Adelberg geführt. Du hast dort im Adelberg Hospizhotel, einen der bedeutendsten Weinkeller von Österreich, geleitet. Wie ist es dir denn da in den Jahren ergangen? Sehr gut, muss ich sagen. Ich wäre noch immer gern dort, wenn nicht der elterliche Betrieb und hier mein Zuhause, auch natürlich die Familie, gekommen wäre, Gott sei Dank, muss ich sagen, also so ein neuer Lebensabschnitt. Also mir ist es sehr gut gegangen. Ich habe als Comedy-Rond am Adelberg angefangen und konnte mich dann
Gott sei Dank, vielleicht war da ein bisschen Glück, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gewesen zu sein, eben hocharbeiten und zum Schluss dann eben diesen tollen Weinkeller auch führen. Wenn man bedenkt, da waren über 5 Millionen Euro an Wert in diesem Weinkeller, dann war das schon eine tolle Aufgabe. Ja, auf alle Fälle. Dann bist du zurückgekommen. Seit dem Jahr 2014 betreibst du jetzt den elterlichen Betrieb, das Gasthaus Mossauer. War es für dich immer schon klar, irgendwann in die Fußstapfen der Eltern zu treten, oder hat sich das so im Laufe der Jahre entwickelt? Ich würde sagen, das hat sich im Laufe der Jahre entwickelt. Wann bin ich heimgekommen? Vor jetzt gut 2 Jahren. Und natürlich ist irgendwann der Wunsch nach Familie auch da, und wir sind ja Gott sei Dank seit Kurzem auch glückliche Eltern. Und gemeinsam mit dem Betrieb zu Hause und mit meiner Freundin Monika, jetzt der Tochter der Emma, ist das Familienglück einfach zu Hause, ich würde sagen, schon mehr wert wie diese tolle Zeit am Adelberg, wobei ich diese eben auf keinen Fall missen möchte. Hast du viel auch jetzt für die Tätigkeit mitgenommen in all diesen Jahren am Adelberg? Würde ich schon sagen. Man hat eine internationale Gästeschicht, man hat es mit wirklich ganz, ganz vielen verschiedenen Leuten zu tun, was ja das Schöne an unserem Beruf ist. Natürlich bin ich zu Weinen gekommen, die ich mir zu Hause nicht mehr so schnell leisten vermag und wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell trinken werde. Deshalb eine Zeit, die ich nicht missen möchte, und natürlich versucht man so viel wie möglich davon auch mitzunehmen. Sind wir hier im neu gestalteten Weinkeller, und auch ein Teil dieses ganzen Gesamtkonzeptes ist die Weinothek. Was kann man denn alles bei dir jetzt erleben? Die Weinothek, ja, ist eine spannende Sache. Eben, wie eingangs schon erwähnt, in Bad Gleichenberg ein Schulkollege von mir, der Herr Matthias König, auch Wirtshausbesitzer in Böllerberg, also in der Nähe von Hartberg, Berggasthof König, ein toller Gasthof im Übrigen. Der ist auch so ein bisschen Weinverrückter wie ich, und wir wollten immer schon einmal gemeinsam was machen. Jeder ist dann eben so seinen Weg gegangen, und wieder zurück haben wir beschlossen, diese Weinkompetenzen zu bündeln, die Weinothek zu gründen. Daraus entstanden ist eine Weinfirma, die verschiedenste Weine handelt, aber auch die Plattform bietet, Weindegustationen abzuhalten, kleine Seminare zu machen, Weinreisen zu machen, Beratungen, also alles Spannende rund um das Thema Wein. Zum Beispiel kommt heute ein Winzer aus Apulien zu uns. Wir haben 20 geladene Gäste. Die werden wir zuerst hier unten im Weinkeller verköstigen, und dann oben in unserem Gastzimmer geht es dann weiter. Also ein Abend, worauf ich mich schon sehr freue. Okay, du hast vorhin schon erzählt, du hast schon einige Reisen gemacht. Wo hat dich denn der Wein überall noch hingeführt? Oder vor allem, gibt es noch Länder, die du unbedingt mal sehen möchtest, Wein betreffend? Absolut, also die gibt es ganz bestimmt. Mhm. Ich meine, ich durfte wie gesagt schon einmal in Argentinien sein, eine tolle Zeit. Es waren 2 Monate auf einem Weingut. Dann in Europa gibt es wahrscheinlich wenig, wo wir noch nicht waren. Wir waren damals in so einem Sommelier-Club, und der hat einmal im Jahr eine Reise veranstaltet. Von dem her war es auch ein bisschen leichter, das Ganze zu finanzieren. Und wir sind angefangen, Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland, Ungarn, Slowenien, Österreich natürlich sowieso. Also alle diese spannenden weinproduzierenden Länder. Südafrika waren wir zum Beispiel. Aber wenn ich so weiter weg schaue, Australien wäre ein Thema, da war ich noch nie. Kalifornien eigentlich auch ein Must-See. Ich hoffe, das wird sich noch einmal ergeben. Gibt es ein Land, vor dem du sagst, da war ich besonders überrascht, da habe ich nicht damit gerechnet, dass die Weine so gut sind? Müsste ich jetzt ein bisschen nachdenken. Wo war ich besonders überrascht? Eine gute Frage. Wo war ich besonders überrascht? Ja, Südafrika hat mir schon besonders gut gefallen. Südafrika ist erstens landschaftlich wirklich sehr, sehr reizvoll. Ich habe es fast so ein bisschen mit Österreich verglichen, außer das Meer, das fehlt uns ein bisschen. Aber ansonsten von der Klimatik ähnlich. Es gibt Top-Weißweine, es gibt Top-Rotweine. Natürlich gibt es auch große Flächen, wo eher der kommerzielle Weinbau herrscht. Aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, kann man in Südafrika tolle Entdeckungen machen. Okay, ich glaube, wir könnten noch stundenlang über den Wein plaudern. Wir sind jetzt aber schon am Ende angelangt, und es bleibt noch der Kanal 3 Fragebogen, den ich dich bitte, mir zu vervollständigen. Ein guter Tag beginnt für mich mit?
mit einem Lächeln von meiner Tochter. Mein Lieblingswein ist? Sehr spannend, als Steirer und Patriot sage ich jetzt ein guter steirischer Sauvignon Blanc. Das mag ich persönlich gar nicht. Unvorbereitet trifft mich diese Frage. Was mag ich gar nicht? Schwierig. Ungeduldigkeit, Stresssituationen. Also ich versuche mich immer so gut wie möglich auf was vorzubereiten. Okay. Und zu guter Letzt, für meine Zukunft wünsche ich mir? Für meine Zukunft wünsche ich mir viel Gesundheit für unsere junge, kleine, neue Familie. Vor allem, das ist das Wichtigste, glaube ich, dass so viel wie möglich Gäste zu uns kommen, mit uns und mit mir gemeinsam ein gutes Glas Wein genießen und dass das einfach so gut weiterläuft, wie es bereits angelaufen ist. Okay, das wünschen auch wir dir. Sagen vielen herzlichen Dank und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Danke. Weiter geht's mit unseren Kurznews der Woche. Die folgenden Kurznews widmet Ihnen die Firma Swidelsky, Bauleitung Murtal. Viele Gäste fanden sich bei der Jubiläumsfeier von Hannelore Berdew in Zeltweg ein. Zahlreiche Ehrengäste gratulierten zum 10-jährigen Bestehen ihres Lebensberatungsunternehmens. Den berührenden Gastvortrag hielt Magister Andreas Herz, Bundesvorsitzender der Lebens- und Sozialberater, zum Thema Resilienz. Wir wünschen Frau Berdew und ihren Beratungen weiterhin alles Gute. Infos unter www.berdew.at. Mit frostigen Temperaturen ist Ende November der Winter in der Region Spielberg eingekehrt. Genau rechtzeitig zur Eröffnung von Winter am Ring. Der Red Bull Ring hat sich in ein Winterparadies für PS-Fans und Sportler verwandelt. Am Samstag testeten zahlreiche Besucher zum ersten Mal den Eislaufplatz, die Bullenrutsche oder die Winterspecials im Driving Center. Das Adventdorf bei Gschlössl Murtal in Großloming verbreitete am ersten Adventwochenende weihnachtliche Stimmung. Der Musikverein St. Margareten bei Knittelfeld lud am vergangenen Freitag zum Herbstfest und einem Konzert der Liebe zur Musik. Im heimischen Festsaal gab zu Beginn des Konzertes die musische Jugend den Ton an. Vor gut besuchtem Hause konnte Kapellmeister Diplom-Ingenieur Wolfgang Weisensteiner die ausgewählten Lieblingsstücke der Musiker präsentieren. Der Abend stand ja auch unter dem Motto Music was my first love. Das war's auch schon für diese Woche. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen. Nähere Informationen gibt's wie gewohnt unter www.kanal3.tv und wir sind auch auf Facebook und YouTube vertreten. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Zeit und sage Danke, bis zum nächsten Mal.